Es ist ein ganz besonderer Mittwoch. Naja, gut, solche Mittwochs gibt es durchaus. Heute ist die FED dran. Und zwar heute Abend, ich kann es mal kurz im Kalender zeigen, eine wichtige Uhrzeit heute, 20 Uhr, beziehungsweise dann eben im Nachgang in dem, ja, zusammen in der Pressekonferenz dann sozusagen oder wenn dann weiter darüber gesprochen wird. Das heißt, ich bin mir gar nicht sicher, ob heute Pressekonferenz ist. Also zumindest mal 20 Uhr ist auf jeden Fall mal eine interessante Zeit und vielleicht auch noch um 20.30 Uhr. Da wird der Offenmarktausschuss, der FOMC, der US Fed, seine Economic Projections eben angeben. Also insofern ein wichtiges Datum heute Abend um 20 Uhr. Und zwar das Statement. Es geht also nicht so sehr um die Zinsrate, da rechnet eigentlich keiner, dass sich da was ändert. Aber was eine entscheidende Frage ist, was ist jetzt mit Tapering? Was ist mit dem Zurückführen dieser wirklich ultralockeren Geldpolitik? Wird die Fed da weitermachen? Hört sie vielleicht früher auf, als einige das erwartet haben? Lauter solche Sachen, die können interessant sein. Das Stichwort dazu, das ist die Inflation und die kann man vielleicht bei Gold ablesen ein bisschen. Nein, kann man offensichtlich aktuell nicht, denn sowohl die Verbraucherpreise als auch die Produzentenpreise sind ja im Moment gestiegen und sogar deutlicher gestiegen, als von vielen erwartet war. Und trotz alledem ist Gold zumindest mal so die letzten Wochen, also eigentlich den ganzen Juni über, auf der Abwärtsseite ganz kräftig unterwegs und ja, bietet damit vielen Leuten ein großes Fragezeichen, ja, wie geht das denn? Trotz alledem, ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass im Nachgang an die FED-Veröffentlichung jetzt heute Abend der Aussagen dann Gold irgendwann mal wieder tatsächlich erstarkt und damit dann vielleicht diese Korrektur, die wir jetzt hier haben, zu Ende führt. Ob das heute schon der Abschluss dann ist und der Markt dann wirklich weitergeht, das werden wir wohl abwarten müssen. Woran kann man sowas eigentlich sehen? Na, an der Stärke der Aufwärtsbewegung und der Schwäche der Abwärtsseite dann entsprechend. Das ist ganz wichtig. Jemand hatte, das fand ich ganz interessant, vor kurzem mal irgendwo, oder vielleicht sogar hier auf eins dieser Videos, was ich gemacht habe, ach Gott, hier, das ist ja alles Tinnef, überhaupt nicht konkret. Ja, das ist wohl wahr. Konkret ist das vieles nicht. Das Problem ist nur, was soll man denn konkret auf sowas sagen? Nee, es wird jetzt heute Abend hochgehen. Das ist weder clever, so eine Aussage zu fällen, noch ist es besonders richtig. Man kann das natürlich machen und sagen, ich habe ganz klaren Grund und was weiß ich was. Aus meiner Sicht ist das allerdings nicht etwas, was ein Trader machen sollte. Ein Trader legt sich gerne partiell natürlich dann fest und sagt, ich mische dann gerne mit. Also für mich ist das zum Beispiel immer, wenn Zwischenhochs dann durchbrochen werden. Ja, also jetzt im ganz großen, im langweiligen Bild wäre zum Beispiel der Bruch dieser Marke ein Long-Signal. Ja, das ist vielleicht nicht das Schönste, vielleicht kriegen wir hier auf dem kleineren Weg nochmal welche. Aber das ist für mich ein ganz klares Zeichen, um ganz konkret auch entsprechend long zu gehen. Also wenn diese Marken hier oben durchstoßen werden. Warum? Weil wir haben eine starke Aufwärtsseite, wir hätten so eine A, B, C-Abwärtsseite und immer wenn das Zwischenhoch gebrochen wird, ist das für mich ganz konkret, ganz spezifisch eine Möglichkeit, da in den Markt einzusteigen. Das gilt übrigens nicht nur für Gold, sondern das gilt für ganz viele Märkte, so ganz egal, ob es eine Einzelaktie ist, ob das ein Index ist, ob das eine Währung ist. Wann immer wir so ein Verhalten eben haben, ist das für mich eine Möglichkeit, ein Zeichen da eben reinzugehen. Das heißt nicht, dass das immer positiv ist, aber die Chancen sind dann zu unseren Gunsten. Und der Rest ist dann Chance-Risikorelation und Trefferquote, dass man dann sagen kann, ah, in dem Fall hat es geklappt, super, oder ah, in dem Fall hat es nicht geklappt, doof, aber der Verlust war halt kleiner als bei einem normalen Gewinn, den man halt normalerweise dann hat. Also insofern, ihr seht schon, und das ist etwas, was viele aus meiner Sicht erst lernen müssen, weil man sagt, nee, ich will jetzt schon ganz konkret wissen, was als nächstes passiert. Ja, ich auch. Ich glaube, das betrifft alle Marktteilnehmer so. Nur so funktioniert das Ganze nicht, weil der Markt halt ständig irgendwelchen Einflüssen eben da unterliegt. Unter anderem eben auch der fundamentalen Situation. Das ist ja etwas, was viele dann in dem Zusammenhang dann nennen und sagen, pff, das ist doch sowieso die Fed, die den Markt bewegt. Das ist richtig, aber sie macht es in einem Umfeld von Marktteilnehmern, die entweder euphorisch darauf reagieren oder zögernd darauf reagieren. Und daran kann man gegebenenfalls ableiten, wie weit so eine Bewegung auch trägt oder ob das nur eine kurze Zwischensituation ist und so weiter und so fort. Ihr seht, es ist oftmals ein bisschen schwieriger, ein bisschen mehr um die Ecke gedacht, als das einige auf dem Plan haben. Aber aus meiner Sicht ist es wichtig, das im Hinterkopf zu behalten und eben nicht zu sagen, ne, jetzt aber mal ganz konkret, das passiert. Kann man machen, ist aber aus meiner Sicht so eine Sache. Aber ich mag auch völlig falsch liegen, deshalb lasse ich euch mit dem Gedanken, zumindest was Gold angeht, jetzt erstmal alleine. Gucken wir nochmal eben schnell auf die Indizes.
Fangen wir mit dem Dow Jones an dazu. Dow Jones ist aktuell auf der Abwärtsseite sehr deutlich nicht dynamisch unterwegs. Das können wir schon sehen an den vielen, auch sehr steilen Gegenbewegungen. Das heißt, die Marktteilnehmer, die jetzt zwar den Kurs drücken, sind nicht so 100% davon überzeugt, sonst würden sie sich das nicht wieder so nehmen lassen. Also das ist eigentlich ein typisch korrektives Verhalten. Man muss allerdings fairerweise dazu sagen, dass die Aufwärtsseite im Groben ja auch noch nicht jetzt wirklich der Burner war. Also wenn ich so eine Bewegung habe, dann ist das mit den Überschneidungen jetzt hier, also dieses Tief ist, nein, dieses Hoch ist viel höher als dieses Tief aktuell. So richtig toll ist das auch nicht. Das heißt, im Moment sind die Marktteilnehmer absolut zerrissen. Ich nehme mal an, das spielt auch damit eine Rolle, dass sie sich noch nicht festlegen wollen jetzt vor der Fed. Das wird mit Sicherheit da eine Rolle spielen. Und die Fed wird es dann gegebenenfalls den ersten Impuls auslösen. Das ist schon mal wichtig. Der erste Hingucker, was passiert um 14, nein, um 20 Uhr unserer Zeit. Was passiert da? Das ist eine, vielleicht eine Schubbewegung in, nein, das war die völlig falsche Taste, eine Schubbewegung in diese Richtung. Dann wissen wir, wenn es wackelig hochkommt, dass das eben nicht die Bestätigung ist, dass das tief wird, sondern dass es eher die umgekehrte Richtung als Fortsetzung dann eben geben wird. Umgekehrt natürlich, wenn der Kurs jetzt Schub nach oben macht, dann wäre das der erste Indiz, die schwache Gegenwehr, das zweite Indiz, der Trigger dann im Prinzip das, was man dann entsprechend umsetzen kann. Ich vermute also, heute Nachmittag macht der Handel wenig Sinn. Ich denke mal, die meisten werden sich extrem zurückhalten. Es sieht zumindest mal aktuell so aus, als ob der Markt auch nicht so richtig Bock hat, sich da nochmal zu positionieren. Ich kann mir vorstellen, dass das weiten Teilen erstmal so ist. Allerdings muss man auch dazu sagen, zumindest die letzte deutliche schnelle Bewegung ist nach unten gewesen. Und insofern haben wir einen ersten Ansatz dafür, dass der Markt eher durchaus die Abwärtsseite nochmal favorisiert, wenn es dann natürlich auch entsprechend dann losschlägt. Also sprich auch da nochmal das Stichwort Trigger. Abschließend nochmal den Nasdaq eben angeguckt. Nasdaq ist quasi ein ähnliches Bild, Schub nach unten. Allerdings seht ihr schon, dass im Moment der Markt eher nochmal nach oben ausbricht. Also aktuell noch nicht eben in der Situation, hier losschlagen zu wollen. Ich nehme an, das hängt auch eher mit dieser abwartenden Haltung nochmal zusammen. Meine Idee ist es, heute Nachmittag da eher die Bälle flach zu halten, 20 Uhr genau drauf zu gucken. Und das, was der Markt dann macht, die Richtung, die er dann als die schnelle Bewegung macht. Und wichtig, weil das wissen einige nicht, die sagen dann, ah, das war jetzt die schnelle Richtung. Ich habe das schon häufig erlebt, dass dann Minuten später das die nächste Richtung war. Immer die letzte steile Bewegung ist die aussagekräftige und erst wenn die konterkariert wird durch eine schwache Bewegung, ist dann die Entscheidung offensichtlich vorläufig gefallen, wenn er das Ganze dann triggert. Also, jetzt habe ich euch genug gelangweilt mit immer dem Gleichen, aber so einfach ist das nun mal. Und ich drücke euch jetzt die Daumen, dass ihr im Laufe des Nachmittages vielleicht nochmal eine richtige Entscheidung trefft oder eben für eure übergeordneten Positionen es gut läuft. Ansonsten dann einen wunderschönen Abend zusammen mit der Fed. Und einem hoffentlich dann wieder sehr spannenden Markt. In diesem Sinne euch alles Gute.